Bezüglich der Baerbock fragten sich auch viele, darf eine Mutter Kanzlerin werden? Was für ein sexistischer Schwachsinn. Die Frage müsste eher lauten, darf eine grüne Mutter werden? Neueste Entwicklungen in den letzten 24 Stunden. Es wurde jetzt eine Kampagne gegen Annalena Baerbock gestartet und Grund dafür ist ein Streit zwischen Annalena Baerbock und einer Kabarettistin mit dem Namen Lisa Eckert. Lisa Eckert ist seit einigen Tagen direkt auf den Kicker von unserer Außenministerin. Sie wird fertig gemacht und Grund dafür ist ein Auftritt, in dem sie sich eben schamlos über unsere Außenministerin lustig gemacht hat und diese hat das augenscheinlich in den falschen Hals bekommen und argumentiert, dass bei dieser Vorstellung eine persönliche rote Linie überschritten wurde. Jetzt will sie auf jeden Fall diese Kabarettistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausschmeißen lassen und die Internetnutzer sind natürlich alles andere als begeistert davon. Wir machen uns jetzt selber ein Bild, ist hier wirklich eine rote Linie überschritten oder übertreibt hier die Außenministerin vollkommen? Ihre Meinung zählt. Gerade die Grünen müssen doch wissen, wie umweltschädlich so ein Balk ist. 50 Tonnen CO2 pro Kopf. Warum also neue Menschen zeugen? Man kann doch auch einen alten recyceln. Hierbei handelt es sich noch nicht um den wirklich kontroversen Ausschnitt, aber auch schon dieser Einstieg war ganz schön gesalzen. Und wenn wir jetzt wirklich mal ganz ehrlich zueinander sind und jede politische Korrektheit weglassen, dann muss man doch wirklich sagen, die grünen Wählerinnen, ja, die haben es nicht wirklich so mit Kindern, wenn man sich die mal anschaut, ja. Meiner persönlichen Meinung nach sind sie meistens nicht sehr anziehend auf das andere Geschlecht oder alternativ, sie wollen ja häufig auch überhaupt keine Kinder und da hat sich das sowieso erledigt. Diese Baerbock, eine Frau im Kanzleramt, wenn das die Merkel wüsste. Sicher meinen manche Frauen, Kind und Karriere, ich schaff beides. Aber, meine Damen, vergessen Sie mir nicht jeder Beruf ist eine Karriere. Jetzt gleich werden wir die Faschismus-Aussage von Lisa Eckert hören, die eben, wie gesagt, diese Kontroverse ausgelöst hat. Aber auch schon hier bei dem Gesagten kann man doch überhaupt nicht widersprechen. Es ist ja häufig so, wenn man sich mal die grünen Politiker anschaut, ein Ricarda Lang, ein Nuripur und so weiter, da ist letztendlich nicht viel mit Karriere. Die Partei ist die Karriere. Und selbst bei Annalena Baerbock hat man ja mittlerweile Zweifel und hier geht es vor allem um ihre Masterarbeit und diesbezüglich gibt es auch neueste Entwicklungen. Diese Masterarbeit hat ja zuvor noch niemand gesehen, sie wurde nie veröffentlicht und jetzt hat sich ein englischer Whistleblower gemeldet und hat gesagt, er hätte diese geschrieben und dabei wäre auch eine Menge Geld geflossen. Solche Informationen muss man natürlich mit Vorsicht genießen, aber das wird gerade eben geprüft und ich hoffe, wir sehen in den nächsten Wochen neueste Entwicklungen. Diesbezüglich. Schätze sehr Ihre Gastfreundschaft, trotzdem darf ich in Deutschland leider nicht wählen. Ich bin nämlich, wie gehört, aus Österreich, so wie mehrfach vorbestraft. Ansonsten hätte ich sehr gerne die Grünen gewählt, weil mir da immer vorgeschwärmt wird, die führen uns direkt in den Ökofaschismus. Oder sage ich, na, immer noch besser als gar kein Faschismus. Und genau an diesen Worten, nämlich dem Ökofaschismus, da hängt sich jetzt Annalena Baerbock auf. Wie gesagt, sie will jetzt die Lisa Eckert aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk deswegen schmeißen. Sie argumentiert hierbei, dass das Wort Ökofaschismus Nazi-Vokabular sei, welches während der NS-Zeit entstanden ist und deswegen seien, jetzt halten Sie sich fest, ein irreparabler Schaden für die Außenministerin, aber auch für Deutschland entstanden und solch eine Person, also in dem Fall Lisa Eckert, sei nicht mehr tragbar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Schreiben Sie doch einfach mal in die Kommentarbox, was halten Sie denn von dieser Argumentation? Ich bin mir sicher, dieser Eckert hat da überhaupt nicht an die NS-Zeit gedacht, sondern das ist ein stinknormales Wort, welches die Grünen perfekt beschreibt. Vielen Dank.